So, ich bin heute mal ein bisschen unterwegs, hier auf dem Grundstück von meinem Opa und habe für das neue Ameisenprojekt ein bisschen Erde gesammelt, echte Erde, also original vom Boden, um ganz einfach die Myrmica sollen ja so naturgetreu wie möglich im neuen Formikarium hier zu Hause sein. Deswegen habe ich mir ein bisschen Maulwurfshügelerde abgegriffen. Die werde ich jetzt ein bisschen trocknen, damit die Feuchtigkeit raus ist. Dann werde ich die sieben, damit der grobe Schmutz wie Grasreste, Steine und so weiter ein bisschen zurückbleibt. Dann werde ich die wieder mit Wasser einfeuchten, werde die ins Formikarium unten als Bodengrund rein. Eine Hälfte davon, die andere Hälfte weiß ich noch nicht, wie ich die wahrscheinlich mit Lehm, Sandgemisch, hart, damit sie sich da nicht graben. Und dann werde ich auf die richtige Erde, die hier vom Acker, beziehungsweise wie gesagt direkt vom Acker, weil da wird ja gedüngt, sondern hinten oben, das sind so Maulwurfshügel, werde ich die dann einen Stein drauf, die wieder wässern und wird da schon so einen kleinen Gang, so eine kleine Kammer anlegen, so von Hand und einen kleinen Gang nach außen, damit die Ameisen auch unterm Stein vorkommen können. Und den Rest, also ich werde dann versuchen, die Erde, die Original-Erde, also nicht diese Lehm, das ist ein Lehm, wo man kaufen kann, sondern richtige Erde, die auch feucht halte, dass die da ihre Gänge noch ein bisschen weiter ausbauen können. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Ich habe das jetzt auch noch nicht gemacht. Ich habe es, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Aber man kann da, ich wollte keine Gartenerde nehmen oder sonst irgendwelches gedüngtes Zeug, sondern tatsächlich hier Original Real Life Erde. So, zu Hause, die Erde ist schön eingesackt. Hab natürlich versucht, auch neue Königin zu finden. Hab unter ein paar Steine geguckt. Bei uns ist aber wohl noch ein bisschen zu kühl. Wir haben jetzt gerade um die 10 Grad. Ist zwar sonnig, aber einfach noch zu kalt. Wir schauen uns mal kurz an, wie es aussieht jetzt. Wir haben heute Mittwoch. Am Sonntag habe ich ja die Ameisen ausgewintert. Im Endeffekt habe ihnen neue Reagenzgläser angeboten. Zumindest den, die es wirklich nötig haben, weil die Reagenzgläser unter aller Sau sind. Ja, es klingelt. Leider, keine Reaktion. Sind immer noch in ihren alten Gläsern irgendwie. Im neuen ist nichts. Ja, alles leer, den Honig nicht angerührt. Gar nichts. Bisschen komisch. Wenn sehen, was wir jetzt machen, vielleicht fressen sie die alten Eier vollends. Die einen haben zumindest mal ein bisschen Dreck ausgeräumt. Hier. Die anderen haben das Röhrchen nicht mal verlassen, geschweige denn die feuchte Watte. Da geht aber auch irgendwann demnächst geht das Ding aus. Das Wasser, da muss ich jetzt mal gucken. Da ist noch ein bisschen Luft mit Wasser. Da ist noch genug drin. Was sieht man es? Ja, ein bisschen. Das ist ein bisschen verschmiert, da habe ich so ein Lehm-Sand-Gemisch, Kokosfasergemisch reingemacht. Drei Verluste sind zu vermelden. Das ist ein bisschen, das ich mal schon erwähnt hatte im Video. Ja, sind auch genug noch übrig. Ich schaue jetzt, dass regelmäßig wieder neue Videos kommen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut es euch an. Wenn nicht, dann lasst es. Wie gesagt, neues Projekt wird sein, die Myrmica rubra in eine so nah wie möglich naturgetreue Umgebung zu bringen. Das heißt, wie schon gesagt, die Erde kommt dann hier rein. Dann der Stein oben drauf. Und darunter wird dann die erste Kammer angelegt, die ich dann noch mit der Hand machen werde. Gut befeuchtet. Ich weiß noch nicht, ob ich bin so die Dinge, das zu halbieren. Auf die rechte Seite dann Lehm mit Sandgemisch hart und links dann die
Naturerde mit dem schönen Stein hier oben drauf, damit es darunter feucht bleibt, damit sie sich nicht einfach in eine andere Richtung graben können. So viel dazu. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, ob das besser funktioniert wie beim letzten Mal die Zwangsumsiedlung wegen des Schimmels beziehungsweise wegen irgendwelcher Bakterien, nehme ich an. Ich weiß es nicht genau, die Ameisen nach und nach dahingerafft haben, nicht mehr nötig sein wird. Jetzt schauen wir mal. Sie werden sehen. Bleibt dran. Folgt mir. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren. Kostet auch nichts. Bla bla. Doch, Zeit. Eure. Wenn es euch nicht interessiert, braucht es auch nicht abonnieren. Also im Endeffekt. Wenn ihr wollt, dann folgt mir einfach weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.